weiter mit einem Hobot-Spezial. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so wie mir. Jetzt kommt der Sommer, man möchte gerne alles geputzt haben, aber ich schiebe das immer so ein bisschen vor mir her, weil ich finde es immer so ein bisschen anstrengend. Gerade auch, wenn es jetzt an die Fenster geht und dieser ganzen Pollenstaub auf den Fenstern ist, dann kann man ja eigentlich tagtäglich die Fenster putzen. Aber wie gesagt, wir haben heute eine super Lösung für Sie und Rebecca zeigt uns mal, worum es geht. Genau, und ich halte das gute Stück jetzt schon in meinen Händen. Unser Fensterputzroboter. Das heißt, Sie können Ihre Fenster putzen lassen und tagtägliches Fenster putzen, das klingt so utopisch, ist es aber mit diesem Freund und Helfer nicht. Denn damit können Sie wirklich alle Tage die Fenster putzen. Ich garantiere Ihnen, Sie werden es häufiger machen als bisher wahrscheinlich, weil Sie einfach hier nichts mit dem Fensterputzen mehr am Hut haben werden, weil die Arbeit erledigt dieser kleine Freund hier und zwar ganz von alleine. Das funktioniert tatsächlich. Wahnsinn, was die Technik so alles kann, aber muss ja auch sagen, Hobot ist ja auch eine super Firma, die sich ausschließlich damit beschäftigt, mit Home Robotics. Ne? Dafür steht Hobot, also mit Haushaltshelfern, die mit Haushaltsrobotern, besser gesagt, die uns die Haushaltsarbeiten, die mühselige Arbeit abnimmt, zum Beispiel beim Fensterputzen. Und mir geht es da genauso wie dir, Moni. Also mir graut es da immer so sehr davor. Und ich mag das überhaupt gar nicht. Und ich habe den Fensterputzroboter jetzt in der Hand und zeige Ihnen mal, wie einfach das funktioniert, wie einfach das auch bei Ihnen zu Hause funktioniert. Sie stecken den Hobot einfach nur an eine Steckdose an, ein ausreichend langes Kabel haben Sie mit dabei. Dann setzen Sie den am Fenster an. Achtung. Oh ja, ich bin gespannt. Dann drücke ich den Anknopf. Jetzt hört man schon, es passiert was. Und Sie sehen schon, der hält jetzt wie von Geisterhand schon am Fenster. Und zwar bombenfest. Und jetzt starte ich den Putzvorgang. Und jetzt bewegt er sich ganz alleine über diese Fensterfläche. Das ist so magisch, dass das funktioniert. Ist natürlich einfach nur ausgeklügelte Technik, die hier dahinter steckt. Ich finde, in dem Eingangstrailer, in dem Vorspieler sieht man das immer ganz gut schon, was da dahinter steckt. Ne? An Entwicklung, an technischer Entwicklung, die hier drin steckt in diesem kleinen Roboter, der jetzt ganz von alleine die Fenster putzt. Was können Sie alles mit der Zeit Besseres anfangen, als Fenster zu putzen? Wie lange brauchst du immer so für deine Fenster? Ach, bis ich alles rausgeholt habe, meinen Eimer, meine ganzen Tücher und dann erstmal angefangen habe. Also es kann schon mal so 1 bis 2 Stunden dauern. Das ist es. Ne? Und danach habe ich immer noch Streifen auf meinem Fenster. Ja, du, also da bin ich auch überhaupt gar kein Profi. Aber Profi muss ich auch gar nicht mehr sein, weil ich benutze den Fensterputzroboter ganz einfach hier. Vielleicht wöchentlich, vielleicht mal alle paar Wochen. Ich weiß nicht, wie oft Sie Fenster putzen, aber garantiert nicht so oft, wie Sie es jetzt machen werden, wenn Sie den Fensterputzroboter zu Hause haben. Und Sie sehen ja, wie wunderbar das funktioniert. Ne? Ja. Sie können dem getrost den Rücken zukehren und müssen nichts mehr weiter tun. Sie machen dann andere Haushaltsarbeiten vielleicht oder lesen Buch oder schauen Fernsehen oder. Die Möglichkeiten sind ja richtig vielfältig. Ja, ich bin auch richtig begeistert, wie schön er über das Fenster fährt, ohne Streifen. Und auch diese Begrenzung vom Fenster, die sieht er ja alles mit dieser Lasertechnik. Wunderbar. Ja, das ist wirklich wunderbar, weil es wirklich ausgeklügelte Technik hier ist. Und die schauen wir uns mal an. Schauen Sie mal, wie funktioniert dieser Fensterputzroboter? Zum einen saugt er sich per Unterdruck sozusagen am Fenster fest. Ne? Und dann sitzt er da fest. Hier hat er dann noch so Räder. Damit fährt er dann übers Fenster. Aber es wirkt so, wie wenn er gleiten würde. Ne? Hier haben wir dann noch das Mikrofaserpad, mit dem er dann drüber wischt. Mikrofaser benutzt du mit Sicherheit auch beim Fensterputzen. Ne? Ist ja so das Nonplusultra von den Materialien her. Kennen Sie vielleicht auch vom Gläserpolieren. Die werden dann wirklich blitzeblank und so auch Ihr Fenster. Was wir jetzt hier in den Ecken haben, sind 4 Lasersensoren. Ne? 1, 2, 3, 4, in jeder Ecke 1. Und mit diesen Lasersensoren passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dieser Fensterputzroboter scannt das Fenster sozusagen ab. Der weiß also ganz genau, wie groß ist das Fenster. Und der weiß dann dementsprechend auch genau, welche Wege er geht. Der berechnet die Wege. Ne? Also er wischt nicht einfach nur irgendwie.
Ich würde mal behaupten, der wischt sogar mit mehr System, als ich es beim Fensterputzen tun würde, weil es einfach hier Technik ist, die hier drin steckt und die das ermöglicht, dass er die Fensterfläche abscannt, weiß, wie groß das Fenster ist und wie er es dann am besten auch wischen kann. Und wenn er fertig ist, dann gibt es auch einen Signalton. Das heißt, nicht mal darum müssen Sie sich mehr kümmern. Der Fensterputzroboter, der sagt Ihnen, wenn er fertig ist mit der Arbeit. Und dann können Sie zum Beispiel an die andere Seite des Fensters gehen. Das mache ich jetzt auch mal. Und den da nochmal ansetzen und beide Fensterseiten ganz einfach putzen lassen. So, das machen wir jetzt hier gleich nochmal von der Seite. Dann sehen Sie auch nochmal das Mikrofaserpad im Einsatz hier. Mhm. Wir zuerst die Fläche ansprüht, wir können es gleich noch mal vielleicht ein bisschen genauer sehen. Der sprüht erst die Fensterfläche an, ne? Also die Reinigungsmittellösung ist auch schon direkt hier mit integriert. Und er sprüht die Fläche feucht, bevor er dann mit dem Mikrofasertuch drüber wischt. Vielleicht haben Sie es gerade schon entdecken können. Das ist super schön, weil ich hier auch gar nicht mehr mit der Reinigungslösung in Berührung kommen muss, ne? Also wie machst du das genau? Trägst du da überhaupt Handschuhe bei? Also ich mache das gerne bei so Haushaltstätigkeiten, dass ich dann Handschuhe anziehe, weil ich keine Lust habe. Hast du recht, ja. Ich mache das aber immer ohne Handschuhe und habe dann meinen Mikrofaserlappen. Und nach so zweimal Auswringen wieder im Eimer, das ist natürlich dann auch nicht mehr so sauber. Also diese Lösung ist auf jeden Fall viel besser. Ja, und vor allem, ich mag das gar nicht, wenn dann die Hände irgendwann so richtig aufgeweicht sind, weißt du? Und das ist einfach nicht so schön, deswegen trage ich schon mal Handschuhe. Müssen Sie alles nicht, müssen Sie sich keine Gedanken mehr drum machen. Sie setzen den Fensterputzroboter einfach an und der erledigt ganz einfach wie von Geisterhand den Rest. Schauen wir uns mal an, was Sie alles noch dazu bekommen zu dem Fensterputzroboter, was Sie da alles noch im Lieferumfang haben. Mhm. Wir haben noch mit dabei extra Mikrofaserpads. Insgesamt 3 an der Zahl bekommen Sie hier mit nach Hause und können so auch immer mal wieder wechseln. Können Sie übrigens auch problemlos in die Waschmaschine tun. Eine Fernbedienung haben Sie mit dabei. Sie können den also tatsächlich auch individuell ansteuern. Aber wie gesagt, der funktioniert alleine auch perfekt. Ich habe die Fernbedienung hier noch nie benutzt, weil ich einfach auch nicht musste. Die Reinigungslösung haben wir noch mit dabei. Natürlich das entsprechende lange Kabel und noch ein Notfallseil, das Sie auch anbringen können, wenn Sie dann zum Beispiel das Haus verlassen und da ganz gerne nochmal auf Nummer sicher gehen wollen, ist das auch nochmal zur Sicherheit mit für Sie dabei. Und das alles haben Sie hier zu diesem TV-Sonderpreis. Ja, der Preis ist der absolute Knaller, würde ich mal sagen. Wir sind hier bei 284,99 €. Und der Profi-Fensterputzroboter ist lieferbar. Das ist ja auch der absolute Wahnsinn. Ja, wenn ich mir vorstelle, wenn Sie jetzt rausschauen, sich Ihre Fenster anschauen und Sie merken jetzt in diesem Moment, ich müsste wieder ran, dann gehen Sie lieber jetzt ran ans Telefon und bestellen Sie direkt, weil das ist einfach viel einfacher. Und wenn ich mir überlege, wie viel Zeit man in seinem Leben mit Putzen verbringt, vor allem mit Fensterputzen. Ja. Also diese Zeit, die bekomme ich nie wieder zurück. Ne? Das stimmt. Und da ist dieser Preis hier echt super, super gut, weil Sie sich die ganze Zeit sparen. Summieren Sie das mal auf. Wie lange brauchen Sie beim Fensterputzen? Vielleicht auch 2 Stunden, wie bei Moni. Vielleicht machen Sie auch nur Wischiwaschi, um schneller fertig zu sein, sind am Ende mit dem Ergebnis doch unzufrieden. Hier haben Sie das nicht. Das ist schon allein befriedigend zuzuschauen. Schauen Sie sich mal diese großen Fensterflächen an. Ne? Was haben wir für viele Fenster? Ich finde es ja auch schön. Ne? Also ich mag helle Wohnungen total. Aber es ist einfach auch anstrengend, das immer selber zu wischen. Vor allem, wenn wir hohe Fenster haben. Ne? Da musst du immer hochgehen, musst du wieder runter in die Hocke. Es geht dann vielleicht aufs Gleichgewicht. Es macht einfach keinen Spaß. Hier, solche Glasflächen können Sie natürlich auch vom Fensterputzroboter erledigen lassen. Mit dem Drucksensor werden ganz kleine Unebenheiten oder kleinere Unebenheiten auch ganz einfach ausgeglichen. Und dann macht es auch wieder Spaß, solche Glasscheiben zu haben oder zum Beispiel Spiegelflächen, weil so halten Sie die auch ganz einfach sauber. Und zwar in 0,nix. Hier sehen wir übrigens auch noch, können Sie auch per App ansteuern. Die ist im Grunde genommen auch noch im Lieferumfang kostenfrei für Sie mit dabei. Also für alle, die da so ein bisschen affin sind, ist das kein Problem, hier auch mit der App zu arbeiten.
Ja, und unseren Profi-Hobot-Fensterputzroboter bestellen Sie mit der NX 6057 und der 569 für 284,99 €. Er ist jetzt verfügbar, er ist jetzt lieferbar und machen Sie sich's doch einfach ein bisschen einfacher mit Ihrer Hausarbeit und lassen Sie die Fenster putzen. Sie müssen es nicht mehr selber machen, das muss heutzutage gar nicht mehr sein. Es gibt bestimmt viele Dinge, die Sie in der Zeit auch noch erledigen können. Oh ja. Und wir haben Ihnen natürlich noch ein zweites Modell mitgebracht. Das hat Rebecca schon in der Hand und ich bin schon ganz schön stolz, hier das gleich zu sehen. Ja, das ist das Modell, was wir gerade noch sehen, ist schon ein super tolles Modell. Wie gesagt, Hobot ist auch dafür ausgezeichnet worden, für genau dieses Modell. Und im Kollegenkreis hat sich das auch schon großer Beliebtheit erfreut. Ingo zum Beispiel hat sich das zum Geburtstag gewünscht. Ist ja auch immer sehr nett, weil man verschenkt Zeit, ne? Wenn man die Zeit nicht mehr mit dem Fensterputzen verbringen muss. Mhm. Wir kommen jetzt aber zu dem neueren Modell, zu dem aktuellsten Modell, was wir im Sortiment haben, was Hobot im Sortiment hat, das Modell 2022. Das halte ich jetzt hier in der Hand. Das ist nochmal die weiterentwickelte Version von dem Vorgängermodell, das wir eben gesehen haben. Und vielleicht fällt es Ihnen jetzt auch schon direkt auf, der Unterschied. Ah ja, ich habe eben gerade die Auszeichnung angesprochen. Hier sehen Sie die auch mal. Wahnsinn. Also die machen ja nicht nur Fensterputzroboter Hobot, ne, sondern die machen auch Saugroboter. Und hier, der hat auch schon einen Award bekommen 2022. Stimmt. Unser Hobot 2 ist auch schon ausgezeichnet worden. Also die bringen hier ein gutes Produkt nach dem nächsten. Und das ist, wie gesagt, das aktuellste im Bereich der Fensterputzroboter. So, und wenn Sie jetzt noch mal einen Blick drauf werfen, dann sehen Sie das vom Design her ein bisschen anders. Und vor allem hat der nicht nur einen Sprühmitteltank, sondern gleich zwei. Das heißt, doppelte Effektivität haben Sie hier, weil hier von zwei Seiten her Ihre Fensterflächen oder Oberflächen angesprüht werden und dann, wie beim vorherigen Modell mit dem Mikrofaserpad, hier auch nochmal nachgewischt wird und trocken gewischt wird. Wir haben jetzt hier nochmal eine andere Oberfläche Ihnen mitgebracht und zwar so ein bisschen gekachelt hier, so mit Fliesen. Ja, ne? Das ist doch im Badezimmer auch immer. Oh ja, da haben wir auch so viele Flächen davon, ne? Oder in der Küche zum Beispiel manche auch. Oder wenn man noch ein Gäste-WC hat, vielleicht auch da. Da können Sie den Fensterputzroboter auch verwenden, ne? Also ich habe ja eingangs schon gesagt, bei dem vorherigen Modell, dass der Unebenheiten auch ausgleichen kann, weil der eben auch so einen Drucksensor mitverarbeitet hat. Das heißt, das ist kein Problem, ne? Diese kleinen Unebenheiten, die hier entstehen, dadurch, dass wir hier Fugen haben, die gleicht er ganz einfach aus und kann sich auch hier perfekt von A nach B bewegen und Ihre Flächen hier säubern. Schauen wir uns auch das nochmal an, hier im Einsatz. Ich leg den mal hier direkt an. Ich bin gespannt. So. Hallo. Oh. Und hast du das gehört? Ja, der redet ja mit einem. Genau, das ist auch noch eine Weiterentwicklung. Der redet mit uns und sagt uns, was jetzt Sache ist, hat uns begrüßt. Und das finde ich an Robotern so toll, an solchen Haushaltsrobotern. Weil, um ehrlich zu sein, ich habe einen Saugroboter zum Beispiel auch zu Hause, der hat auch einen Namen. Ari. Ja. Und es ist halt einfach ein vollwertiges Familienmitglied, kann man sagen. Ich meine, man kann man schon solche Haushaltsaufgaben einfach abgeben. Das können Sie hier. Und Sie sehen, auch hier funktioniert das einwandfrei. Also wenn wir mal nochmal durchgehen oder gehen Sie mal mit uns zusammen durch. Was haben Sie alles für glatte Oberflächen bei sich zu Hause? Mhm. Fenster ist klar. Ja. Dann haben wir Spiegel eben schon angesprochen. Ja, Wintergarten. Wintergartenfenster auch. Da gibt es ja auch kopfüber teilweise Fenster. Ne? Mhm. Der kann auch kopfüber putzen. Ist auch kein Problem. Also Dachfenster auch kein Problem. Mit dem Drucksensor haftet der bombenfest am Fenster. Was haben wir noch? Ja, Dachschrägen, wie du es gerade schon angesprochen hattest. Fliesen. Ich habe zum Beispiel noch eine Glastür zu Hause. Eine Glastür, die komplett verglast ist, aber ja auch keine Rahmen hat. Ne? Ach, da sehen wir mein Fenster. Genau, das ist bei mir zu Hause, das ist mein Balkonfenster, auch riesige Flächen. Ne? Also das ist leider nicht alles, was ich da an Fensterfläche habe, es geht sogar noch weiter. Ja, aber es ist doch schön, wenn man riesengroße Fenster hat. Ja, und guck mal, ich hätte mich jetzt da auch hinsetzen können gemütlich, aber es macht so Spaß zuzugucken, wie der Fensterputzroboter seine Arbeit hier tut. Glaube ich dir. Also vielleicht gewöhnt man sich da auch dann mit der Zeit dran und geht dann eher weg, aber ich finde das immer noch so faszinierend, was die Technik heutzutage alles möglich macht.
zurück nochmal zu meiner Glastür. Meine Glastür, die zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass wir keine Rahmen haben. Ne? Ja. Vielleicht fragen Sie sich auch da, wie macht der Fensterputzroboter? Durch diese Lasersensoren weiß der auch ganz genau, wo die Tür zu Ende ist. Ne? Also da brauchen Sie sich keine Gedanken machen, nur weil eine Glastür keine Begrenzung hat, wenn sie offen ist, dass der da drüber hinweg zischt. Das macht er nicht. Also der ist wirklich super intelligent hier unterwegs, unser Fensterputzroboter, und macht die Arbeit für Sie in 0, nichts. Also es ist so schön, sich diese Arbeit zu sparen. Ne? Viele Unfälle passieren ja im Haushalt, das ist ja allgemein bekannt. Ja. Viele mit Sicherheit auch beim Fensterputzen, weil wenn ich da auf so eine Leiter hochkraxeln muss, ne? Oder vielleicht haben sie gar nicht erst eine Leiter zur Hand und stellen sich auf einen wackeligen Stuhl. Genau, ich habe das früher mal auf meinem Schreibtischstuhl gemacht, der sich dann auch noch dreht. Das darf man eigentlich gar nicht erwähnen, aber das ist wirklich gefährlich. Ja, oder draußen zum Beispiel, ne? Vielleicht haben sie so ein Glashäuschen oder irgendwie andere Glasflächen auch draußen, da können Sie den natürlich auch einsetzen. Ja. Ne? Und das ist echt viel, wenn man sich das mal überlegt, wie viele Flächen man damit abdecken kann. Das ist schon der absolute Wahnsinn und das ist heutzutage möglich. Und wir merken ja, dass solche Technik auch ankommt. Ne? Oh, jetzt ist sie fertig. Oh ja. Reinigung abgeschlossen, hat sie gesagt. Nehmen Sie den Roboter ab und schalten Sie ihn aus, hat sie jetzt gesagt. Aber Monia hat gesagt, ich will noch mal eine Runde, bitte starte. Ich finde das so faszinierend. Ich gucke mir das so gerne an. Ja, das ist es halt. Ne? Also es ist wirklich faszinierend, wie er hier die Arbeit, wie Robert die Arbeit hier ganz von alleine macht. Und so. Und das macht einfach nur Freude, ne? Ja, hier sehen wir noch mal so eine große Fensterfläche, die einfach überhaupt keinen Spaß macht, wenn man die von Hand säubern müsste. Müssen Sie aber nicht. Hier sehen wir auch noch mal diese duale Sprühfunktion, sprich rechts und links haben Sie hier an beiden Seiten die Sprühmitteltanks. Auch hier können wir Ihnen mal einen Einblick gewähren in das Innenleben. Übrigens auch mit App. Das heißt, auch hier können Sie den Roboter steuern. Sie können auch übrigens ein bisschen rumspielen damit und dann auch Ihre eigenen Sprachkommandos hier integrieren. Das ist auch kein Problem. Also es macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und hier sehen wir auch noch einen Brushless-Motor. Also Brushless-Motoren, die stehen für Langlebigkeit. Und dementsprechend werden Sie auch sehr, sehr viel Freude haben mit diesem Fensterputzroboter. Der macht die ganze Arbeit für Sie alleine. Ich finde es auch schön, wie er die Fensterfläche besprüht, ne? Dass das so zerstäubt wird, dass das nicht so runtertrieft. Ne? Also es ist immer optimal hier dosiert, ohne dass irgendwas runtertropft und dann haben Sie vielleicht die Fensterbank komplett nass. Das ist wenn man es per Hand macht, eigentlich auch schon gang und gäbe, dass das Fensterbrett eigentlich komplett wegräumen muss oder leerräumen muss, weil sich da das Wasser sammelt. Sparen Sie sich die Zeit und sparen Sie sich vor allem die Arbeit und lassen Sie das Ihren neuen Fensterputzroboter machen. Das ist das neueste Modell, wie gesagt, Markenqualität jetzt schon, obwohl es erst neu 2022 auf den Markt gekommen ist, ist es jetzt schon ausgezeichnet worden. Das ist einfach faszinierend, aber wundert mich auch nicht, denn das ist das neue Haushaltsprodukt dieses Jahrhunderts, das Sie unbedingt sich mit nach Hause nehmen sollten, weil Sie werden es nicht mehr missen wollen. Ja, und das für 379,99 Euro. Ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer für unser neuestes Modell. Das ist die ZX 7080 und die 569. Und lassen Sie sich doch auch einfach verwöhnen. Ihre Fenster werden von alleine geputzt. Sie können in der Zeit was anderes machen. Und die Fenster sind danach blitzeblank, das verspreche ich Ihnen. Ich sage Ihnen auch einmal unsere Telefonnummer durch. Das ist die 0800 51 51 und 3x4. Sichern Sie sich unser neuestes Modell oder auch unser Vorgängermodell und lassen Sie Ihre Fenster putzen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß damit. Und bleiben Sie bei uns im Programm, denn gleich geht's auch spannend weiter.